Als Bär hat man einen anderen Charakter. Man zieht dieses Kostüm an, man sieht einmal nichts, man schwitzt und man ist einfach in einer anderen körperlichen Enge gefangen. Und da ergeben sich dann auch wieder neue Spielregeln vom Verhalten. Was tut der Bär dort bei Leinwänden zwischen Farbdosen herumschmierend? Wenn man eine Maske aufhat oder ein Ganzkörperkostüm, dann transformiert man sich einfach wirklich in einen anderen Zustand rein und das finde ich ganz spannend, weil das ist ja auch, wenn ich hier ins Atelier reinkomme, dann ist es auch so eine Verwandlung. Ich komme draußen von der Straße und da bin ich halt normal Mensch und da herinnen ist es halt so, ist es ein Experiment. Das Bärenkostüm ist aber einzigartig. Die Kokons sind was anderes, da habe ich von meinem Körper ausgehend, einfach mein Körpermaß, Volumen, wurde ich mit Klebeband komplett umwickelt wie eine Larve eben. Und ich habe mich dann selber befreit und was bleibt, ist eben die Hülle von meinem äußeren Körpervolumen sozusagen.